Generell an der Kunstgeschichte fasziniert mich, dass es ein Fach ist, das auf eine ganz besondere Art und Weise es ermöglicht, regelrechte sinnliche Erfahrungen mit ziemlich allgemeinen, grundlegenden Fragen, was sind Bilder, wie funktionieren Bilder, wie wirken Bilder auf uns ein, das miteinander zu verbinden. Das versuche ich auch in meiner Arbeit, also möglichst detaillierte, historisch kontextualisierte Analysen und Interpretationen einzelner Werke einerseits und andererseits eben immer wieder der Versuch, allgemeine, systematisch-theoretische Fragen zu bearbeiten. Diese allgemein-theoretischen Fragen betreffen eben tatsächlich ein besseres Verständnis der Zeitlichkeit der Bildbetrachtung, insofern sie durch die Eigenschaften des Bildes mitbestimmt sind. Eine andere Frage, die immer noch eigentlich das Fach umtreibt, ist die Grundsatzfrage, was Bilder sind und wie Bilder eigentlich im Unterschied zu anderen Aussagemedien wie Sprache und dergleichen funktionieren. Insbesondere auch die Frage, warum in ganz unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Kontexten immer wieder der Eindruck geäußert worden ist, dass Bilder Macht über ihre Betrachter gewinnen können.